Moin Moin oder auch Ho 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 und willkommen zum ersten weihnachtlichen Video auf meinem Kanal in diesem Jahr. Ich freue mich schon sehr, denn so langsam weihnachtet es sehr und es hat tatsächlich auch gestern schon bei uns das erste Mal geschneit, dicke Flocken, aber es war leider zu warm, dass es irgendwie hätte liegen bleiben können. Dennoch freue ich mich, denn ich bin schon in Weihnachtsfeeling und ich habe tatsächlich auch schon weihnachtliche Bücher geshoppt und mir auf meine Liste gepackt und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Die Weihnachtsbücher, die ich jetzt im Dezember lesen möchte. Ich mache ja sonst keine Want-to-Read- oder Leselisten, wo ich mir vornehme, etwas Bestimmtes zu lesen, außer ich habe irgendwelche Challenges mit anderen Booktubern zusammen. Aber normalerweise mag ich diese Freiheit, mir etwas aussuchen zu können. Aber in diesem Fall macht es einfach Sinn, euch die Bücher vor Weihnachten vorzustellen, damit ihr von diesen Vorstellungen auch etwas habt. Weil wenn ich die im Lesemonat Dezember vorstelle, dann ist ja Weihnachten schon vorbei. Deswegen mache ich das für euch, aber auch für mich als Vorfreude, Beschleuniger, Katalysator, wie auch immer, sehr, sehr gerne vorher. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe mich wieder dazu entschlossen, das Ganze aufzusplitten. Ich habe erst überlegt, ob ich Winter und Weihnachten zusammen mache, aber ich mache jetzt tatsächlich ein Weihnachts-Want-to-Read und dann irgendwann im Dezember nochmal mein Winter-Want-to-Read, also wo ich winterliche Bücher euch vorstellen möchte, die aber nicht explizit auf Weihnachten gemünzt sind. Ja, ich fange einfach mal an und greife neben mich. Und zwar möchte ich auf jeden Fall die Reihe von Matt Haig weiterführen. Ich habe ja bereits Ein Junge namens Weihnacht von Matt Haig gelesen und mochte das wirklich unglaublich gern. Es geht hier um den jungen Nikolas, der in ärmlichen Verhältnissen in Finnland aufwächst und dann irgendwann zum Weihnachtsmann wird. Das ist wirklich eine sehr humorvolle, aber auch rührende Geschichte, wunderbar illustriert und hat mir richtig gut gefallen. Und da gibt es eben noch weitere Bände. Und da habe ich mir jetzt das Mädchen, das Weihnachten rettete, gekauft. Und ja, es führt die Geschichte etwas weiter, wobei es eigentlich auch eine eigenständige Geschichte ist. Also der Weihnachtsmann ist mittlerweile der Weihnachtsmann. Und ja, das Mädchen ist wirklich auch wieder sehr in Armut aufgewachsen, fristet ein kärgliches Dasein als Kaminkehrermädchen und sie hofft inständig, dass der Weihnachtsmann sie retten kann. Aber der hat auch eigene Probleme, denn der Weihnachtszauber wird immer schwächer und wenn der ganz aufhört, der Weihnachtszauber, dann könnte es Weihnachten vielleicht gar nicht geben. Und da könnte das Mädchen ihm sogar irgendwie beistehen und sie könnte vielleicht sogar die Rettung sein, wie der Titel das ja auch schon andeutet. Und ich denke, das wird wieder ganz bezaubernd und auch humorvoll. Skurrile Illustrationen dabei von Chris Mode und die finde ich wirklich sehr, sehr passend zu diesen Geschichten. Und ich habe jetzt mit der lieben Anja von den Book Friends Forever abgemacht, dass wir das jetzt spontan zusammenlesen wollen. Sie ist auch ein großer Matt Haig-Fan und sie hat auch den ersten Band schon gelesen und da passte das ganz gut. Lesen wir auf jeden Fall den zweiten Band zusammen. Es gibt noch einen dritten Band. Ich glaube, das heißt Ich und der Weihnachtsmann. Das habe ich auch bestellt, aber Band 2 und 3 waren kurzfristig nicht lieferbar. Also beim zweiten ging es dann jetzt schneller. Ich hoffe, dass der dritte Band es auch noch vor Weihnachten schafft, bei mir einzuziehen. Ich kann mir vorstellen, dass die im Moment nicht lieferbar sind, weil da eine größere Nachfrage ist, weil der erste Band jetzt in die Kinos kommt und da vielleicht eine größere Nachfrage ist, könnte ich mir vorstellen. Ja, ob ich den Kinofilm wirklich gucken will, weiß ich noch nicht ganz genau, weil ich einfach ja diese Welt, diese fantastische Welt, die ich mir in meinem Kopf aufgebaut habe, so sehr schätze und liebe. Und ob der Film gut gemacht ist, weiß man halt im Vorhinein nicht. Und es wäre dann schade, wenn das das kaputt macht. Andererseits kann das natürlich auch ein ganz bezaubernder Film sein. Ja, mal gucken, ob die Neugier
Neugierde siegt oder ob ich mich da zurückhalte, das weiß ich noch nicht. Ja, und ein kleines Büchlein, was auch in die Reihe passt, möchte ich euch auch noch zeigen. Und zwar ist das dieses hier, Das große Herz der kleinen Elfe, auch von Matt Haig. Auch das spielt in diesem Weihnachtsmann-Universum, ist aber, ihr seht das auch vom Format her, so, ich halte es mal aneinander, also es passt nicht ganz zusammen. Es ist zwar derselbe Illustrator, aber ja, ist nicht sozusagen nicht in derselben Ausgabe erschienen. Ist auch eigentlich etwas für Jüngere, denn es ist ganz wenig Text, sehr viel Illustration. Es ist in Versen verfasst, aber trotzdem spielt es eben in diesem Universum, denn die Wahrheitselfe, die hier die Hauptrolle spielt, kennen wir auch schon aus der eigentlichen Reihe. Sie wurde nämlich irgendwann durch einen Zauber verwandelt, dass sie nur noch die Wahrheit sprechen kann. Und jetzt fällt es ihr extrem schwer, Freunde zu finden, denn ja, die Wahrheit kann eben auch unangenehm sein und keiner möchte sich in ihrer Nähe aufhalten. Aber in ihrer Auf ihrer Reise wird sie natürlich irgendwann dann doch jemanden finden, der sie so schätzt, wie sie ist und vielleicht auch gerade das an ihr sehr gerne mag, dass sie die Wahrheit spricht. Ja, das war die Reihe von Matt Haig, die ich auf jeden Fall sehr gerne abschließen möchte. Und dann hätte ich tatsächlich nochmal etwas, wo ich einen Haken dran machen könnte. Also Reihen beenden ist ja eh etwas, was ich mir in diesem Jahr vorgenommen habe. Das wäre natürlich zum Abschluss des Jahres nochmal eine kleine Kirsche auf der Sahne. Und dann habe ich mir ein Buch bestellt, was ich schon mal gelesen habe, beziehungsweise ich habe es als Hörbuch gehört und hatte es aber nie als Buch hier zu Hause. Und da ich es wirklich sehr mochte, habe ich es mir jetzt als Buch bestellt. Und zwar ist das Hinter verzauberten Fenstern von Cornelia Funke. Das ist jetzt tatsächlich farbig illustriert und ja, von Cornelia Funke selbst illustriert. Und das ist wirklich eine bezaubernde Geschichte. Und zwar geht es um Julia, die sich wahnsinnig auf Weihnachten freut, besonders auf die Vorweihnachtszeit und auf ihren Adventskalender. Denn sie und ihr Bruder Olli bekommen halt immer Schoko-Adventskalender und sie freut sich. Und als die Mutter jetzt vom Einkaufen wieder nach Hause kommt, muss sie aber feststellen, dass ihr Bruder zwar einen Schoko-Adventskalender bekommt, aber sie nur so einen blöden Bilder-Papp-Adventskalender. Und sie ist so enttäuscht, dass sie erstmal sich in ihr Zimmer einsperrt, ziemlich beleidigt ist, aber mitten in der Nacht ist sie dann doch ziemlich neugierig und kommt wieder hervor und guckt sich diesen Kalender an und der funkelt und glitzert so schön. Es zeigt ein Haus vorne drauf und als es dann Mitternacht ist und sozusagen der 1. Dezember angebrochen ist, macht sie auch das Fenster auf und sieht einfach nur einen Dachboden und ist erstmal enttäuscht, aber sie sieht auf einmal, dass sich dort Dinge bewegen, Dinge verschwinden und sie kann tatsächlich auch in diesen Adventskalender hineinreisen, in dieses Haus. Ja, es ist also sozusagen eine Parallelwelt. Und ja, ich mochte besonders gern dieses Zwischenspiel zwischen Olli, also zwischen den Geschwistern. Fand ich wunderbar authentisch gemacht, wie die sich zänken, aber trotzdem irgendwie mögen. Also sehr schön beschrieben und Cornelia Funke kann ja auch einfach atmosphärisch schön schreiben. Weihnachtszeit ist hier auf jeden Fall herauszuspüren und die Geschichte ist auf jeden Fall sehr niedlich gemacht und auch das wollte ich halt eben nochmal lesen und mir dann dazu auch noch die Illustration anschauen und weil mir die Geschichte so gut gefällt, darf sie auch in meinem Regal stehen. So, und jetzt kommen wir zu einem Weihnachtsroman, kein Kinderbuch mal. Dieses Buch haben wir ausgewählt, im All You Can Read Buchclub zu lesen, haben wir als Rezensionsexemplar angefragt und freundlicherweise auch zugeschickt bekommen. Es ist also auch eine Neuerscheinung aus dem Goldmann Verlag. So sieht das Ganze aus. Willkommen im kleinen Grand Hotel von Felicity Pickford. Ja, ein Weihnachtsroman. Hier sehen wir den Eingang wahrscheinlich von diesem Hotel. Es ist ein kleines, süßes Büchlein, sehr hübsch gestaltet und es klingt einfach nach einer ganz tollen Wohlfühlgeschichte. Als Hauptprotagonistin haben wir hier Charlotte und sie ist eine Kinderbuchillustratorin und an einem überraschend winterlichen Tag in London bekommt sie eine Einladung zugeschickt
und zwar von dem kleinen Grand Hotel. Und sie darf die Weihnachtstage dort verbringen umsonst und sie ist überglücklich, denn sie weiß gar nicht, warum sie das verdient hat. Aber sie nimmt die Einladung natürlich sehr gerne an und dort ist es wohl sehr überraschend und sehr zauberhaft. Ja, ich bin gespannt, was da für Überraschungen auf sie warten und ja, was da für ein Grund hintersteckt, warum sie dort eingeladen wurde. Ich finde diese Verbindung zur Kinderbuchillustratorin, also zu diesem buchigen Thema, wieder wunderschön und es klingt auch einfach sehr hügelig. Ist ja irgendwie dieses neue Wort für gemütlich, für Wohlfühlen. Und ja, da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Hat, glaube ich, nur so 200 Seiten. Ich guck mal eben, ja, 230 Seiten. Und ja, freue ich mich ganz, ganz doll drauf. Und als letztes möchte ich euch noch ein Buch vorstellen, was ganz überraschend hier bei mir eingetrudelt ist. Das Buch steht schon längere Zeit auf meiner Wunschliste, auf meiner Weihnachtsbuch-Wunschliste. Und es ist weder ein Roman, noch irgendwie sind das Kurzgeschichten. Und es ist von einem Autor, der eigentlich ja für etwas ganz anderes bekannt ist, nämlich für Herr der Ringe. Es ist von Tolkien und zwar ist es dieses Schätzchen hier. Briefe vom Weihnachtsmann und das ist die alte Ausgabe noch. Es gibt es jetzt in neuen Schuber, aber ich finde auch diese alte Ausgabe sehr, sehr schön aufgemacht, sehr weihnachtlich. Natürlich in den Farben Gold, Rot und so ein bisschen Grün-Weiß haben wir auch noch mit dabei. Ja, wir haben hier den Weihnachtsmann in verschneiter Landschaft. Und ja, dieses Buch habe ich von der lieben Claudia vom Kanal Beauty Butterflies zugeschickt bekommen. Sie hat sich das letztes Jahr wohl gekauft und hat das schon gelesen und hatte dann an mich gedacht und das für mich jetzt für dieses Jahr ein Jahr lang aufgehoben. Und dann, ja, ne, habe ich dann eine Überraschungspost bekommen und das fand ich so lieb, war ich total gerührt und sehr erfreut, Weihnachtspost schon bekommen zu haben. Und es passte natürlich sehr gut, weil ich dieses Video noch nicht abgedreht habe, dass ich das auf jeden Fall in dieses Video mitpacken konnte, weil das werde ich auf jeden Fall auch im Dezember jetzt lesen, beziehungsweise nicht von vorne bis hinten, denke ich mal, sondern immer mal wieder zwischendrin werde ich reinlesen, denn es handelt sich hierbei um tatsächlich um Briefe vom Weihnachtsmann, denn Tolkien hat seinen Kindern jedes Jahr einen Brief geschrieben und auch Illustrationen dazu gelegt und aus der Sicht des Weihnachtsmanns. Und der Weihnachtsmann hat dann berichtet, wie es so ist, am Nordpol zu leben und was so passiert ist mit den Rentieren, mit den Wichteln, denke ich mal, und mit den Geschenken. Und ja, wie gesagt, auch immer kleine Illustrationen dazu gelegt. Und es kam tatsächlich immer als Brief an mit einer Briefmarke vom Nordpol. Ja, und hier haben wir eben die Originalbriefe abfotografiert bekommen. Aber um sie besser lesen zu können, dann halt auch nochmal abgeschrieben, denke ich mal. Und mit kleinen Illustrationen dazu auch. Und da bin ich gespannt. Das kann man, glaube ich, sehr gut immer mal wieder reinlesen, vielleicht auch so ähnlich wie ein Adventskalender nutzen. Ich weiß nicht, wie viele Briefe da zusammengekommen sind, aber ja, ich freue mich sehr, dieses Schmuckstück jetzt auch in meiner Sammlung zu haben und ich hoffe, dass es mir gut gefällt und ja, bin gespannt, was Tolkien hier noch so zu erzählen hat, außer von Elfen, Orks, Mordor, Hobbits und so weiter. Ja, also das ist, glaube ich, eher ein etwas unbekannteres Werk von ihm. Trotzdem hatte ich das schon länger auf der Wunschliste. Also vielen lieben Dank, Claudia, für diese tolle Überraschung. Ja, und das waren sie, meine Weihnachtstitel, mein Weihnachts-Want-to-Read. Ich habe natürlich auch noch weitere Bücher, die ich gerne ja, im Dezember lesen möchte. Die gehen dann aber eher so ein bisschen in die winterliche, märchenhafte Richtung. Werde ich euch dann aber auf jeden Fall in den kommenden Wochen noch ein extra Video zu drehen. Da werden dann auch ein paar düstere winterliche Bücher dabei sein, also auch für die, die es etwas spannender mögen und trotzdem es winterlich haben möchten, dann ist dann auch hoffentlich für euch etwas dabei. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren ersten Advent, einen wunderbaren Einstieg in die Vorweihnachtszeit und ja, falls ihr schon Schnee habt, genießt es und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!